Wer ist das Mädchen mit blonden Haaren? Also, das kann ich euch erklären. Was geht, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Alles gut, Mann? Boah, ich hab euch erschreckt, ne? Beim letzten Mal war es echt ein großes Problem. Die Person, die sich da hinten gerade bewegt, das bin ich selber. Das ist ein Spiegel. Da haben beim letzten Mal ganz hysterisch irgendwelche Mütter geschrieben. Oh mein Gott, im Hintergrund bewegt sich etwas. Ja, keine Ahnung, ob das Mütter waren, aber es haben auf jeden Fall Leute geschrieben. Und das ist halt also ein Spiegel, der reflektiert die Lichtwellen, die eintreffen und... Ist das richtig überhaupt? Ja, so sinngemäß, wisst ihr, also es ist auf jeden Fall ein Spiegel. Leute, Alter, dieses Video hier. Erstmal cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe so ein paar Sachen gerade zu sagen, die sind wichtig. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Am Ende tanze ich noch da vorne, werde ich stehen und werde meinen Namen tanzen. Also kurz als Highlight für euch. Worum geht's heute? Schaut mal, ich weiß nicht, wie oft ihr das von mir gewohnt seid, dass ich sage, ab jetzt kommen wieder regelmäßig Videos. Das sage ich wirklich sehr oft. Ey, wer bewegt sich da? Ach, es ist ja nur der Spiegel, sorry. Ich habe das wirklich schon sehr, sehr oft gesagt. Ich sage euch, Leute, vor 2 Monaten war ich so fucking close, kurz davor, es wirklich durchzuziehen. Und dann ist halt einfach diese unfolgende Sache passiert, die dann mein ganzes Kanalkonzept irgendwie auseinandergebrochen hat. Deswegen musste ich jetzt wieder von vorne anfangen, es so ein bisschen zu strukturieren. Aber Leute, ich habe so einen Run gerade. Kein Joke, aber ich werde es wirklich schaffen, ab jetzt Montag bis Freitag, hier ist eingeblendet, um 17 Uhr ein neues Video hochzuladen. Für euch heißt es also immer Montag bis Freitag, 17 Uhr, gehe ich euch übertrieben auf die Eier. Aber mach ich halt. Mach ich halt trotzdem. Und er da vorne wird es auch machen. Richtig? So, das war auf jeden Fall die eine Sache, die ich raushauen wollte. Das ist mir sehr wichtig, dass ihr da Bescheid wisst einfach. Daneben mache ich es tatsächlich so, ich habe mir so einen überkrassen Masterplan überlegt, dass ich tatsächlich jetzt auch immer Montag bis Freitag ein neues Instagram-Bild hochlade. Ich weiß, juckt euch gerade gar nicht. Trotzdem ganz kurz zur Info, hier ploppt es jetzt auf, also, oder hier, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Irgendwo könnt ihr mir sehr, sehr gerne folgen. Ich würde mich sehr freuen, denn was mir tatsächlich einige Leute gesagt haben, da muss ich wirklich zustimmen. Ich habe im letzten Jahr, ich habe vielleicht viele Videos hochgeladen, habe ich wirklich gemacht. Ich habe vielleicht viele Bilder hochgeladen, ich habe vielleicht auch teilweise qualitative Videos gemacht. Wir haben die fucking Serie umgesetzt, ich habe ein Buch geschrieben. Ich mache auf jeden Fall einige Dinge. Was ich aber tatsächlich so die letzten Monate über relativ krass vernachlässigt habe, wart ihr. Also tatsächlich ihr da draußen. Es gibt, glaube ich, verschiedene Arten von Zuschauern. Es gibt sicher die, die gucken einfach mal so, die machen aber nie was, die liken nicht, die kommentieren nicht. Es gibt Leute, die liken zwischendurch mal, die kommentieren vielleicht auch mal was. Es gibt richtig aktive Leute und dann gibt es eben noch so richtige Fanseiten. Aber ich habe mich von A bis Z, also von den einen Leuten bis zu den anderen, ich habe keine richtige Community-Pflege mehr betrieben. Und das ist eigentlich sehr wichtig, weil, klar, ich mache die Videos und so und ihr könnt euch die ansehen. Aber wenn ihr was kommentiert, dann wäre es eigentlich nur fair, wenn ich auch ein bisschen mehr drauf eingehe. Deswegen habe ich mir selber gesagt, Jonas, nimm mir dafür jetzt ein bisschen mehr Zeit in Zukunft. Und das werde ich tun. Deswegen habe ich mir gesagt, ich überlege mir ein paar coole Aktionen. Zum Beispiel werde ich in diesem Video einfach mal jeden Kommentar liken. Also jeden Kommentar, der hier geschrieben wird, werde ich jetzt mal liken. Ich kann das nicht alles auf einmal machen, weil man kriegt so eine Like-Sperre nach 100 Likes oder so. Deswegen werde ich da ein bisschen Zeit für brauchen. Aber ich werde alle Kommentare, die unter diesem Video hier geschrieben werden, in der nächsten, weiß nicht, 3, 4 Tage, werde ich alle liken. Einfach so, um so ein bisschen was aus Fun zurückzugeben. Nur damit es bei euch steht, er hat deinen Kommentar geliked. Einfach aus Fun. Dann habe ich mir überlegt, werde ich ab jetzt bei jedem Video von mir mindestens 10 Kommentare beantworten. Also was dazu schreiben. Sodass wir einfach so ein bisschen in den Austausch kommen, weil das, glaube ich, auch ein wichtiges Ding ist. Das heißt, Leute, die vielleicht sonst immer nur einen Daumen hoch oder runter gegeben haben oder sich gedacht haben, ich schaue nur das Video, können in Zukunft ab jetzt gerne auch einen Kommentar schreiben. Ich versuche darauf immer komplett einzugehen und was zu schreiben. Die besten Kommentare werden dann zurückkommentiert. Auch das, dafür werde ich mir Zeit nehmen. Kann manchmal sein, dass ich irgendwie einen Tag brauche oder so, weil ich mache, bin ich immer am PC. Aber das, denke ich, ist okay für jeden. Oder? Ist das okay für dich? Ja? Nein? Also ihr seht, versuche ein bisschen mehr zu machen. Und das habe ich auch schon mal in der Insta-Story gesagt. Da ich jetzt so eine Instagram-Profilveränderung habe, habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich ganz viele Leute von euch per Direct Message annehmen kann und mit euch schreiben kann. Konnte ich vorher nicht, das geht ab jetzt. Und auch wer dazu Bock hat, ich werde nicht mit jedem schreiben können. Ich bin kein fucking, ich bin keine, ich habe nicht 1000 Arme und Beine und, aber so viel es geht, werde ich das auch versuchen. Alter, so dieser, ich weiß, es dauert, langsam geht's, es geht weiter, es geht weiter. Und oh Leute, ich habe so geile Formatideen. Eine Sache, die zum Beispiel demnächst kommen wird, ist, einfach, es wird so witzig, ich werde Zuschauer daten. Also ich werde, es wird so lustig, Alter, ich bin so gespannt, wen ich von euch treffen werde. Ich werde richtige Dates haben, also mit Zuschauern treffen und das ganze filmen. Also logischerweise, also ich werde nicht einfach... Jetzt so der nächste Promi-Flash steht. Jonas trifft sich mit 13-jährigen Fans. Im Hotel. Geil. Nee, aber ich werde so ein Format daraus machen, dass ich Leute von euch treffe auf ein Date nehmen. Also ein bisschen auf romantisch irgendwie so in einem Restaurant romantisch essen, dann noch irgendwo hingehen, irgend so ein Scheiß und gucken, wie das so ist. Es wird bestimmt absolut cringe und genau das will ich. Ich glaube, es wird überwitzig. Ihr könnt mal schreiben, was ihr dazu sagt. Ihr könnt euch gerne auch schon mal in den Kommentaren bewerben, wer Bock hat, mit mir auf ein Date zu gehen. Es kommen auf jeden Fall super witzige und coole Sachen auf euch zu. Das sei jetzt schon mal gesagt. Ansonsten ganz kurz so ein paar Sachen, die ich gerne sage. Es geht ja auch um Video...
Frage ist ja in dem Video irgendwie so, wer ist sie? Wir so ein paar Sachen, Fragen von euch beantworten, die gerade noch so offen sind. Eine Frage übrigens, die mir sehr oft gestellt wird, ist, Jonas, dir scheint es ja wieder richtig gut zu gehen. Du drehst wieder mit anderen Mädchen, du drehst deine Videos und so. Hast du die Trennung wirklich so schnell verarbeiten können? Und dann muss ich einfach dazu sagen, zum Beispiel in dem Modus, in dem ich gerade bin, das habe ich auch in meinen letzten Videos schon ein bisschen so angesprochen, in dem bin ich jetzt gerade, ich bin gerade aufgedreht, ich bin gerade sogar echt gut gelaunt und so, alles super. Und es gibt auch gerade Tage, an denen echt alles wieder super ist. Aber ich weiß zum Beispiel, in 3 Stunden kann es auch echt wieder anders aussehen, wenn die Kamera aus ist und so. Und man so wieder für sich selbst ist. Man ist also auf jeden Fall, um das kurz zu beantworten, nein, die Trennung habe ich nicht plötzlich in einem Monat verarbeitet. Und nein, ist auch nicht so, dass ich jetzt plötzlich wieder mit 1000 Girls irgendwas habe und alles so super ist wie vorher. Oder hey, ich bin gleich in der nächsten Beziehung oder so. Das verspreche ich euch, ist nicht der Fall. Ich muss gerade mal gucken, ich habe mich schlecht vorbereitet. Ich muss gerade noch mal kurz an meinen PC gehen. Könnt ihr kurz warten? Wartet ihr ganz kurz? Ich gehe kurz mal an meinen PC. Kleinen Augenblick bitte warten. So, da bin ich auch schon wieder und hab mir jetzt gerade mal, es gab so ein paar Sachen, die wollte ich schon mal, da kann man ja jetzt schon mal ein bisschen anfangen, so. Eine Sache, die ich zum Beispiel gelesen habe, die ich sehr lustig fand, war, ist der Kommentar hier, was ist mit Denise passiert? Da frage ich mich so, hast du meinen Kanal einfach so 0% verfolgt? Es muss aber echt random für jemanden sein, der irgendwie so im Urlaub war über so 2 Monate, einfach so ein Video von mir angeklickt und dann so, hä, was ist denn jetzt mit Denise passiert? Hä? Also, die können ja einfach mal meine letzten Videos angucken. Thematisch spreche ich das nämlich, glaube ich, relativ oft an. Da übrigens nicht drüber wundern, Leute. Also, es gibt so einen kleinen Teil, die haben geschrieben, Jonas, musst du jetzt in jedem Video sagen, dass du Single bist, Jonas, muss in jedem Video über Trennung gehen? Und ich sage ganz ehrlich, ja, das hier wird ja fucking ich bin Single-Monat. Oktober ist ja fucking ich bin Single-Monat. Wer auch Single ist, der ist Teil dieses fucking ich bin Single-Monats. Das ist okay, das ist normal jetzt, weil das ist jetzt gerade einfach das, was mich in meinem Leben beschäftigt und die Sachen, die mich in meinem Leben beschäftigen, die übertrage ich. Das mache ich. Ich mache das, was mich beschäftigt und keine Ahnung. Hier, schau mal, ein Kommentar auch. Sei doch einfach mit Julia Beautics zusammen, ihr passt sowieso. Den Kommentar fand ich sehr lustig. Ich habe das auch Julia nochmal gezeigt, so, weil, also ne? Meinerseits, ich hab Julia gefragt, was die dazu sagt, und die hat diese Memo gemacht. Nein. Danke. Ja, nee, also klar, ist auch, also, Fuck! Scheiße, scheiße! Okay, war gerade, da saß eine Mücke am Schrank und die musste ich gerade, Fun Fact am Rande, Leute. In 90% der Fällen kann ich Mücken nicht umbringen, weil die mir leid tun. Dann setze ich die mal mit einem Glas raus. Aber es gibt Momente, wenn ich nachts schlafen möchte, also mitten in der Nacht wach werde und ich habe überall Mücken stehen und ich weiß, diese Terrormücke, die bei mir im Zimmer ist, das ist die, die mich hier zerfrisst. Dann ist es manchmal so, dass ich es nicht schaffe. Aber in den meisten Fällen setze ich Mücken mit einem Glas raus. Ja, das so als Fun Fact. Achso, ja, also mit Julia geht schon mal nicht. Das heißt, ihr müsst leider jetzt andere Leute vorschlagen. Ich finde es aber so lustig, dass Leute einfach das so reinschreiben, so als würde man als YouTuber direkt immer mit irgendwem so zusammenkommen. Einfach so, ja, nee, quer machen. Mach doch einfach mal. Ja, okay. Wer findet es auch komisch, dass das Mädchen schon wieder blond ist? Das hat sich jetzt... Sie meint mich. Also sie meint, warum ich schon wieder blond bin. Und ja, verdammt, okay. Ich bin blond. Ja. Und ich, ja! Nee, in dem Kommentar ging es um mein vorletztes Video oder das vorvorletzte, wie auch immer. Dieses, wenn 2 Jungs auf dasselbe Mädchen stehen. Und da ging es um dieses Mädchen hier. Kommentare, die ich gelesen habe, ist so lustig. So, manche haben geschrieben, oh mein Gott, sie sieht genau aus wie Denise. Dann haben wieder andere geschrieben, sie sieht aus wie Katja Krasavice. Dann haben manche irgendeinen Namen geschrieben, den ich vorne, ich schwöre, ich kannte diesen Namen nicht, aber es war eine Pornodarstellerin, die tatsächlich gewisse Ähnlichkeit hatte, ja. hier der Kommentar zum Beispiel passt auch. Wer ist das Mädchen mit blonden Haaren? Also, das kann ich euch erklären. Und zwar relativ simpel runtergebrochen, ist sie auch eine Darstellerin von Krass Klassenfahrt. Die vierte Staffel haben wir ja vor zwei, drei Wochen abgedreht. Übergeile Zeit gewesen, hat richtig Bock gemacht. Da habe ich sie kennengelernt. Und da sie sowieso hier in Berlin war, haben wir hier direkt zusammen gedreht. Jamie war ja auch hier. Wir waren wegen der Glow hier in Berlin. Und es hat auch sehr gut gepasst. Aber genau, das ist Selina. Nur so zur Information. Unser Jonas ist wieder zurück. Yay, haben dich vermisst. 47 Likes. Ich werde gleich der 48. sein und es auch liken. Das ist sehr nett, dass du das so geschrieben hast. Mich freuen solche Kommentare natürlich sehr, weil man natürlich, ich selber bin natürlich immer so ein bisschen verunsichert, auch so, was wie abgeht. Aber ich, alter Schwede, ich habe schon ein paar coole Videos abgedreht, die nächsten Tage so kommen. Ich bin sehr zufrieden damit, ehrlich gesagt. Kommen sehr lustige, vor allem kommen endlich mal ein paar Kooperationen. So. Also ich habe Spoiler mal ein bisschen, mit wem ich was gemacht habe. Mit Marcel, das habt ihr gestern schon gesehen. Ich habe was mit Sam Will gedreht, das wird extrem witzig. Ich habe mit Kyla was gedreht. Es kommen demnächst noch ultra viele lustige Sachen, Krass Klassenfahrt-Kooperation. Meine Rolle von Krass Klassenfahrt, die neue, die hat auch etwa sowas, so eine Frisur wie die hier, nur ein bisschen bescheuerter noch, so länger hinten. Ultra lustig, die muss demnächst auch mal in meinen Videos vorkommen. Das ist dann mein dritter Zwillingsbruder neben Kenneth. Aber das ist alles, es wird extrem witzig. Der Kommentar hier ist auch legendär. Wer kennt die noch von UFO TV? Ich kann selber nicht glauben, dass ich ihn schon so lange kenne. Alter, was los hier? Ohne Witz, die Leute, die seit UFO TV dabei sind, die können jetzt einfach nicht mehr abschalten in Zukunft, weil die sind schon, das ist schon so eine Addiction. Ehrlich jetzt, wer mich damals schon gesehen hat, als ich Single war, dann die Zeit verfolgt hat, als ich in einer Beziehung war und jetzt
wieder dabei ist oder noch dabei ist, der muss auch in 3 Jahren noch dabei sein. Ehrlich. Also diesen Weg sollten wir schon zusammen gehen, weil im Kern habe ich mich nie verändert. Im Kern bin ich immer der gleiche. Ich gebe mir Mühe, ich habe immer mal wieder andere Frisuren, mal trage ich ein Hemd, mal auch nackt. Aber im Kern bin ich immer die gleiche Person. Das ist lustig. Das ist das Lustige daran. Also bin ich auf jeden Fall sehr dankbar dafür, was so abging oder abgeht. Und seid, Leute, nehmen wir es mal ein bisschen locker. Seid nicht sauer wegen, weil es jetzt die Zeit sehr viel über dieses Single-Thema Beziehung, Freundin, blablabla Zeug geht. Weil es halt gerade auch eine spannende Zeit. Deswegen, ich hoffe, ihr habt Bock auf dieses Date-Format. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Sehr gespannt drauf. Ansonsten denkt dran, ne, und Instagram, da kommt jetzt in einer Stunde ja neues Bild online, dass ihr da auch fleißig aktiv seid. Wer Bock hat übrigens nochmal, ich hatte früher, das will ich nur kurz am Ende noch sagen. Viele Grüße an euch. Euch jetzt einen wunderbaren Tag. Wenn euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder, weil jetzt endlich wieder von Montag bis Freitag um 17 Uhr was kommt. Ich höre auf zu reden, ich rede immer zu viel. Ab jetzt mache ich nur noch stumme Videos. Bis dann und ciao. Leute.